Unsere Erde ist nur ein winzig kleines Sandkorn in dem gigantischen kosmischen Strand, der das Universum ist. In diesem Video erkläre ich euch, was die allergrößten Strukturen im Universum sind, die sogenannten Filamente. Und dabei helfen wird mir Iggy von Iggys Kosmos, wird also richtig galaktisch, bleibt dran, gebt dem Video schon mal einen Like und schreibt einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Herzlich willkommen, Leute. Das Universum ist so unvorstellbar groß, dass selbst die Nachbarstrukturen unseres Sonnensystems und unserer Milchstraße für uns Menschen schon ja fast unerreichbar sind. Und das Ganze weiß man aber auch erst seit, naja, sagen wir mal 100 Jahren. Edwin Hubble, ein amerikanischer Astronom, nach dem auch das Hubble-Weltraumteleskop benannt ist, der hat in diesem Bereich bahnbrechende Erkenntnisse erlangt. Er konnte nämlich damals aus Kalifornien heraus mit dem damals größten Teleskop der Welt den Himmel beobachten. Damals war eine der größten Streitfragen der Astronomie, ob einige Objekte, die sich am Himmel befinden, eigentlich Teil der Milchstraße sind oder außerhalb. Zum Beispiel der sogenannte Andromeda-Nebel, auch genannt M31. Man kann ihn in sehr klaren Nächten sogar mit bloßem Auge erkennen. Sieht aus wie so ein verschwommener Fleck und mit einem Teleskop löst sich das Ganze dann schon ganz gut auf. Aber damals war das den Leuten einfach nicht klar. Ist das in der Milchstraße oder ist das außerhalb? Und Edwin Hubble war der Erste, der beweisen konnte, dass die Sterne in der Andromeda-Galaxie so weit weg sind, dass sie eine separate Galaxie bilden müssen. Eine revolutionäre Erkenntnis. Galaxien sind wahrscheinlich so häufig anzutreffen wie Sterne in der Milchstraße. Mittlerweile weiß man, dass es 100 Milliarden Galaxien oder sogar noch mehr im Weltraum gibt und das erst seit 100 Jahren. Wie die Galaxien sich genau in Strukturen aufbauen und was das nächstgrößere ist, das wird euch jetzt Iggy von Iggys Kosmos erklären. Alleine unsere Milchstraße besitzt für menschliche Maßstäbe ein unvorstellbares Ausmaß. Nach neuesten Schätzungen besitzt sie einen Durchmesser von 200.000 Lichtjahren und enthält wohl zwischen 200 und 400 Milliarden Sternensysteme. Doch spätestens seit den Entdeckungen Edwin Hubbles ist bekannt, dass auch unsere Milchstraße nur ein winziger Teil des gesamten Kosmos ist. In unserer galaktischen Nachbarschaft befinden sich noch einige andere Galaxien, wie beispielsweise die Andromeda-Galaxie, die Magellanschen Wolken oder der Dreiecksnebel. Diese Galaxien ziehen sich durch ihre Schwerkraft gegenseitig an, weswegen Astronomen sie als sogenannte lokale Gruppe bezeichnen. Obwohl das Wort lokal so klingt, als wären diese Galaxien nur einen Katzensprung von uns entfernt, liegen zwischen der Milchstraße und Andromeda ganze 2 Millionen Lichtjahre. Doch die Schwerkraft der beiden großen Galaxien ist so massiv, dass sie trotzdem in einem gravitativen Verhältnis zueinander stehen. Eine Gruppierung von Galaxien wie unsere lokale Gruppe bezeichnet man als Galaxienhaufen. Von diesen Strukturen gibt es im Universum unfassbar viele. Fast keine Galaxie existiert gänzlich für sich alleine. Und wie immer im Universum gibt es aber natürlich noch etwas Größeres. Superhaufen. Der englische Begriff Supercluster klingt allerdings etwas beeindruckender. Unsere lokale Gruppe bildet mit mehr als 10 weiteren Galaxienhaufen den Virgo-Superhaufen. Die tatsächliche Größe dieser Struktur ist in menschlichen Maßstäben kaum zu begreifen. Die Gesamtmasse des Virgo-Superhaufens wird auf über 10 hoch 15 Sonnenmassen, etwa 2 mal 10 hoch 45 Kilogramm, geschätzt. Den größten Anteil der Masse machen aber hierbei wohl gar nicht die Galaxien und ihre Sterne aus, sondern die in den Superhaufen vorhandene dunkle Materie. Ihr werdet es euch sicherlich schon gedacht haben. Es gibt eine noch größere Struktur. Diese trägt den rätselhaft anmutenden Namen Laniakea und ist ein sogenannter Groß-Supergalaxienhaufen. Die Existenz dieser gigantischen Struktur ist erst seit 2014 bekannt. Man geht davon aus, dass Laniakea etwa 100.000 Galaxien umfasst und eine Ausdehnung von mehr als 520 Millionen Lichtjahren besitzt. Der Name wurde übrigens sehr passend gewählt. Laniakea ist hawaiianisch und bedeutet unermesslicher Himmel. Irgendwo versteckt in diesem kolossalen kosmischen Netz aus Galaxien und Superclustern versteckt sich unsere Heimat, die Milchstraße. Ein kleines Sandkorn in einem gigantischen Strand aus leuchtenden Sterneninseln. Doch es gibt tatsächlich noch größere Strukturen als Laniakea. Alles über die wirklich größte bekannte Struktur im Kosmos wird euch jetzt Tim erklären. Okay Leute, ihr werdet es erraten, es gibt noch etwas Größeres. Die bisher größte von Menschen erkannte und untersuchte Struktur im gesamten Kosmos sind die sogenannten Filamente. Sieht ein bisschen so aus wie ein Borg-Raumschiff, was uns sehr beunruhigen sollte. Das sind
ja, fadenförmige, gigantische Strukturen, die sich über hunderte Millionen von Lichtjahren erstrecken, und auf deren Fäden und Strängen liegt die gesamte Materie des Universums. Das heißt, auf so einem Faden liegt irgendwo ganz klein versteckt ein Galaxien-Supercluster. Irgendwo in diesen Fäden versteckt ist dann noch viel winziger die Milchstraße. Das sind Strukturen, deren Ausmaß wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Doch die Stränge der Filamente bestehen nicht nur aus Galaxien und Galaxienhaufen und Galaxien-Superhaufen, denn das würde überhaupt nicht ausreichen, um diese Struktur zu erklären. Vielmehr bestehen sie größtenteils aus der rätselhaften dunklen Materie, die man in der Astronomie postuliert hat, um zu erklären, warum der Weltraum so funktioniert, wie er es tut. Denn man hat schon seit geraumer Zeit festgestellt, dass zum Beispiel die Masse in Galaxien eigentlich nicht ausreichen würde, um Galaxien zusammenzuhalten. Da hat man gesagt, okay, es muss irgendwas Masseähnliches geben, was eine eigene Gravitation ausstrahlt, dessen Existenz wir aber noch nicht so richtig beweisen können. Das ist dunkle Materie. Und auch hier hält die dunkle Materie wieder als Lückenfüller her so ein bisschen. Man sagt nämlich, die Filamente bestehen zum großen Teil aus dunkler Materie. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie können wir winzigen Menschen von unserer Randposition im Universum sozusagen diese Filamente untersuchen? Ist das nicht eine Hausnummer zu groß für uns? Es gibt da Mittel und Wege, und das Max-Planck-Institut in Heidelberg, das hat eine richtig geniale Methode sich ausgedacht. Es funktioniert so ein bisschen wie wenn ein Mensch im Krankenhaus geröntgt wird, nur dass kein Mensch von Röntgenstrahlen durchleuchtet wurde, sondern der Wasserstoff der kosmischen Filamente von der Hintergrundstrahlung einiger Sterne, die dahinter liegen. Also man hat sich einen Teil des kosmischen Filaments angeschaut, und der Wasserstoff, der da drin ist, wird von Sternen hinter dem Strang durchleuchtet, und so kriegt man dann eine Art Röntgenbild. Und schaut euch mal dieses faszinierende 3D-Modell an, das man da rausbekommen hat. Die Aufnahmen vom Max-Planck-Institut zeigen uns also ein reales Bild, aber immer wenn man eine Gesamtaufnahme des kosmischen Filamentenetzwerks sieht, wie hier, dann ist das natürlich kein echtes Bild, denn dafür hätte man ja einmal aus dem Universum rausfliegen müssen, um es im Gesamten zu fotografieren, was natürlich nicht geht. Das sind dann Computeranimationen, wie man sich das eben vorstellt. Ich finde es immer ganz interessant, dass die ganz großen Strukturen wie die Filamente ein bisschen den ganz kleinen Strukturen ähneln. Schaut euch zum Beispiel mal dieses Bild von einem neuronalen Netzwerk an, und eine gewisse Ähnlichkeit ist doch nicht zu verleugnen. Da könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass unser gesamtes Universum vielleicht nur die Gehirnzelle von einem sehr schlauen Alien oder so ist. Was haltet ihr von der Theorie? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Einige große Fragen bleiben jetzt noch. Zum Beispiel, warum sind die Filamente genauso angeordnet, und was ist eigentlich zwischen den Materiesträngen? Gigantische Hohlräume, in denen quasi nichts ist, sogenannte Voids. Warum es diese Voids gibt und warum da scheinbar nichts drin ist, das hat euch Iggy in diesem Video erklärt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und abonniert Iggys Kosmos, mega galaktischer Channel. Wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.